Lernen mit dem Handy, eintauchen in neue Welten mit der Augmented Reality, Tutorials mit dem Smartphone drehen, die Digitalisierung hat alle Bereiche der Bildung erfasst. Welche Chancen und Herausforderungen sich die Erwachsenenbildung stellt, zeigt der Fachtag Digitale VHS am 22. September 2018 in Ahaus. Gekommen sind 140 Teilnehmende aus dem ganzen Münsterland und darüber hinaus, sowohl Kursleitende als auch konzeptionell tätige Pädagoginnen der Erwachsenenbildung. Den Fachtag Digitale VHS ausgerichtet hat der DigiCircle Münsterland. Das sind das aktuelle Forum Volkshochschule Ahaus, die VHS Borken und die VHS Längerich in Westfalen. Smartphone zu besitzen ist heute was ganz Normales und das wird also überall im gesamten Leben verwendet und dann ist es eigentlich ganz folgerichtig, dass es auch im Lernen verwendet wird. Wie vielfältig digitales Lernen funktionieren kann, können die Teilnehmenden an insgesamt 12 Stationen herausfinden. Die Verlage Klett und Huber stellen vor, wie digitale mit klassischen Lehrwerken kombiniert werden können. Einfache Online-Tools, passend zum jeweiligen Kurs, können mit Christina Müller-Newicke ausprobiert werden. Vernetzbare Technik mit multiplen Steuerungsmöglichkeiten wird vorgestellt. Ebenso gibt es eine Reise in die neue Welt der Smartboards. Lernen mit Hilfe von Augmented Reality, die VHS Borken führt vor, wie es geht. Natürlich wird auch die VHS Cloud als neues Vernetzungsmedium der VHS-Familie vorgestellt. Das Internet als Fundgrube für Handarbeitsbegeisterte Barbara Terbille gibt Tipps zum Surfen. Joachim Zucker hält das Grundsatzreferat zum Auftakt und zeigt anschließend, wie das Smartphone in eine Filmkamera verwandelt werden kann. Diese und viele weitere digitale Werkzeuge können die Teilnehmenden unseres Fachtags entdecken. Wir sagen Danke an alle Dozentinnen und Dozenten der vielfältigen Workshops und Stationen.